So, da bin ich wieder heute mit Fibonacci Retracement einfach erklärt. Ein paar von euch haben sich das gewünscht. Wir werden uns kurz die Geschichte dazu anschauen. Dann werde ich kurz erklären, wann man das das Fibonacci Retracement braucht, wozu man es braucht, auf welche Retracement Levels man achten sollte und wann man nicht das Fibonacci Retracement anwenden sollte und wie man die Orders dann platzieren sollte. Gut, also wie ich die Orders platziere, also wie ihr das macht, ist eure Sache, aber ich sage euch halt, wie ich das mache. So, gut. Also, wir starten gleich mal in das Thema. Was ist das Fibonacci Retracement? Ja? Also, fangen wir mit dem ersten Wort an. Also das Fibonacci Retracement ist auf die Fibonacci-Folge zurückzuführen. Ja? Die Fibonacci-Folge ist die unendliche Folge natürlicher Zahlen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, es fängt mit 0 an und die darauffolgende Zahl wäre die 1. Und die 0 plus 1 ist 1. Die darauffolgende Zahl wäre nochmal die 1. 1 plus 1 ist 2. Das heißt, 1 plus 2 dann ist 3, dann 2 plus 3 wäre 5, 5 plus 3 wäre 8, 8 plus und so weiter. Ja, plus 5 wären 13 und ihr könnt euch das eh vorstellen, dann 21 und so weiter. Und das ist die Fibonacci-Folge. Und Untersuchungen haben auch ergeben, dass in Wachstumsvorgängen in der Natur genau diese Fibonacci-Folge vorkommt halt, ja, also dass das Wachstum sich so verhält. Ja? Und die Retracements sind die Senkung, also wird mit Senkung, Kürzung, Rückgang sozusagen übersetzt. Ja? Also das Tool an sich ist da, um Kurskorrekturen und bestimmte Widerstände und Unterstützungslinien herauszufinden, um zum Beispiel einen guten Einstiegspunkt in einem Aufwärtstrend zu finden. Ja? Wo man das nicht, also ich werde euch jetzt kurz mal zeigen, wo man zum Beispiel jetzt ein Fibonacci ansetzt, weil ich finde, man sieht das immer viel besser, wenn ich das im Live mache. Also wir sind hier auf der Bitpanda Pro und ich werde euch jetzt zeigen, wie man diesen Weg der Fibonaccis halt tradet, ja sozusagen. Also ihr sucht, also ganz kurz, wo ihr nicht das Fibonacci einsetzen wollt, ist bei einer Seitwärtsbewegung, weil ihr müsst euch das so vorstellen, ihr wollt ja immer den Trend eines Aufwärtstrendes erkennen. Ja? Also ihr wollt ja, wenn ein Aufwärtstrend ist, wissen, wann ihr reingeht. Ja? Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ihr schaut, dass ihr nicht zum Beispiel, ich male das jetzt da einfach so drüber, ja? Also ihr müsst euch auch immer den Chart von außen anschauen und auch drüber nachdenken, was ihr eigentlich machen wollt. Ja. Aber wenn das schon mal geklärt ist und ihr wisst, wohin ist es jetzt eine Seitwärtsbewegung, geht es jetzt runter, geht es jetzt rauf. Ja. Und mit dem Wissen könnt ihr dann das Fibonacci einsetzen. Ja. Ich werde jetzt mal als Beispiel was einzeichnen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt in einer Abwärtsbewegung, also oft machen Leute den Fehler, wenn jetzt zum Beispiel eine Abwärtsbewegung ist, ja. Und jetzt nehmen wir das Zeitfenster raus, ihr zoomt da in dieses Zeitfenster rein und habt eigentlich, oder besser gesagt, in dieses Zeitfenster rein oder in dieses Zeitfenster rein, ja, und seht eigentlich nur diese Ecke. Also ihr habt es gar nicht vorher geschaut, wohin der Kurs rennt, ja, und setzt dann hier das Fib ein, ja, kauft dann hier ein und dann geht es weiter runter. Ja, also das solltet ihr vermeiden auf jeden Fall. Und wo man es jetzt einsetzen kann, ich male euch jetzt das einfach jetzt hier so rein. Also ihr seht hier, das war der Boden von Best, ja. Und da sehen wir dieses leichte V. Es ist eigentlich so ein Doppel-V. Ja. Und da gibt es verschiedene. Also es gibt, wie gesagt, dieses Doppel-V-Boden. Dann gibt es noch ein, also das ist der V-Boden, ja. Dann, manchmal sieht es auch nur so aus, ja, und geht dann wieder rauf. Das ist die V-Umkehr, besser gesagt, ja.
Dann gibt es einen Doppel-V-Boden, der sieht ungefähr so aus. Und dann gibt es noch einmal Inverted Head and Shoulders. Ja? Und das sieht dann so aus. Circa. Das kann auch immer ein bisschen verzogen sein. Ja? Und wenn ihr sowas seht, ja, also so, dass das jetzt der Boden ist und es bricht aus und das ist jetzt die Aufwärtsbewegung, dann könnt ihr hier jetzt theoretisch das Fibonacci Retracement ansetzen. Ja? So, das heißt, ihr geht hier auf die Seite zu den Zeichentools und dann habt ihr hier unten Fibonacci Retracement. Ihr könnt euch das auch favoritisieren. Dann habt ihr es hier immer oben und könnt es dann hier oben einfach lassen und dann anklicken. So, wir ziehen es immer von der untersten Linie der Aufwärtsbewegung und ihr müsst immer die volle Bewegung mitnehmen. Ja? Das heißt, bis zum Docht hinauf. Ja? Wenn ihr es nicht genug gut seht, dann zieht es einfach ein bisschen auf die Seite. Das ist nicht so tragisch. Es ist nur wichtig, dass ihr die komplette Aufwärtsbewegung drinnen habt. So, und wenn diese Aufwärtsbewegung gerade ist, dann seht ihr, hier ist das erste Retracement Level und es ist eigentlich von dieser Dings dann weggebounced. Ja? Und die Regel ist meistens so bei den Retracement Levels, je neuer ein Trend ist, desto weniger tief kommt er runter. In der Krypto-Szene ist das nicht unbedingt so, bei den Aktien ist das eher so. Aber da, also ihr müsst es euch immer so denken, je neuer der Trend ist, desto weniger tief kommt es runter. Je länger der Aufwärtstrend schon besteht, ja, desto tiefer kommt das dann meistens runter. Ja? Und bitte vergesst nicht, ihr müsst euch immer das Gesamtbild anschauen, weil wenn ihr, wie gesagt, in einem Seitwärtstrend das anwendet oder es in einem Abwärtstrend anwendet, dann werdet ihr damit keinen Erfolg haben mit dem Fibonacci Retracement. Also, damit ihr mich nicht falsch versteht, man kann das Fibonacci Retracement auch in einem Abwärtstrend verwenden, aber nicht um ein Kaufsignal oder ein Kaufzeitpunkt zu treffen für das Retracement, also wenn es dann korrigiert, sondern während eines Abwärtstrends können die Fibonacci-Linien für die Bestimmung der optimalen Verkaufsposition eingesetzt werden. Ja? Also ihr könnt es im Abwärtstrend nutzen, um zu bestimmen mit den Linien, wo ihr am besten verkaufen könnt. Genau. Wann hört man mit dem Fibonacci auf? Bei der Top-Bildung. Und wie sieht das aus? Also irgendwann kommt bei jeder Aufwärtsbewegung eine Top-Bildung und das kann verschieden aussehen, aber meistens ist es so, dass sich also wir haben am Anfang diese extremen Ausschläge und irgendwann, also extrem, 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 ja, das ist jetzt nicht so schön gezeichnet, ja, aber irgendwann werden die neuen Highs nicht mehr so hoch und dann wird es langsam zu einer, also wenn die richtige Aufwärtstrend sich in eine Seitwärtsbewegung verwandelt, ja, das ist der Zeitpunkt, wo man aufhören sollte mit dem Fibonacci Retracement, weil dann fasst er einfach nur noch ein. Weil wenn dann die Seitwärtsbewegung kommt oder dann sogar ein Abwärtstrend, dann ja, solltest du das nicht mehr verwenden. Ja. Gut. So, dann gehen wir noch zum letzten Punkt. Wie sollte man jetzt reingehen? Also, wir sind ja jetzt schon bei einem Punkt, also wie gesagt, am Anfang des Aufwärtstrends ist es gescheiter, bei den oberen Levels reinzugehen, aber wir sind ja jetzt schon bei einem Punkt viel weiter vorne und wenn wir uns das anschauen, sagen wir mal, wir nehmen diesen Aufwärtstrend hier von da war so ein bisschen seitwärts und dann, also ja, ein bisschen seitwärts ging es da, kurzen Moment und dann ging die Rakete los. Schauen wir uns diesen Aufwärtstrend an. So, und da sehen wir das erste Level, das zweite Level und das dritte Level wurden fast angekratzt. Ja. Also, wenn ihr da oben eure Orders setzt, ist es okay und ich rate immer dazu, hier oben ein bisschen weniger, hier dann ein bisschen mehr und einfach je weiter ihr runter geht, desto mehr.
Also wenn ihr das Kapital dazu habt, ja, und dann splittet einfach eure Investitionssumme, und wenn ihr reingeht, dann staffelt eure Einkäufe, und wenn dann die Abwärtsbewegung kommt, kauft ihr ein und seid beim nächsten Aufschwung wieder dabei. Ja, ich hoffe, das hat euch geholfen. Das war jetzt nur so ein kurzes Fibonacci-Erklärvideo. Ihr findet das meistens immer auf der Seite mit den Tools. Es gibt ganz viele verschiedene Fibonaccis. Wenn euch auch nochmal ein anderes Fibonacci interessiert, dann sagt Bescheid, dann mache ich nochmal ein Video über ein anderes. Es gibt echt viele verschiedene Sachen. Ja. Gut, ich hoffe, das hat euch geholfen. Wie gesagt, verwendet es bitte nur in Trends, also wenn ihr wisst, das ist jetzt der Ausbruch aus dem Boden zum Beispiel oder ein Ausbruch aus dem Seitwärtstrend, ja, dann ist das perfekt zum Ansetzen. Also wenn sich jetzt aus dem Chart wieder gibt, dass wir jetzt einen Aufwärtstrend haben und ihr wollt in diesem Aufwärtstrend mit rein zum Beispiel, ja, dann könnt ihr damit sozusagen gute Einstiegspunkte finden. Dafür ist das Fibonacci Retracement. Ja, ich hoffe, ich habe es so halbwegs gut erklären können. Ja, falls ihr noch Fragen habt, haut sie einfach in die Kommentare. Morgen kommt das Bitpanda Portfolio Update, spät am Abend, und wir sehen uns beim nächsten Video.